Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück und wir legen gleich los mit dem, was wir zum Schluss aufgehört haben. Das war die Produktion für Pipes, die Produktion für, ja, das müsste jetzt mal ausreichen, die Produktion für die Öfen und was heißt die Öfen, die Dampfgeneratoren, sage ich mal, da haben wir noch 11 Mal, das lassen wir produzieren, weil wir ja auch noch einen Tank brauchen. Gehst du? Ja, du gehst. Du gehst. So, und wir gehen mal ganz schnell hierher. Und dann haben wir hier das hier. Das war so und so und so und so und so. Das sind 64 und 64 und 64. Das langte mal, würde ich sagen. Und die Barren heben wir uns auf. Und wo heben wir die uns auf? Da unten haben wir schon langsam keinen Platz mehr in der Barrenkiste. Da haben wir keinen Platz mehr in der Barrenkiste, so wie das aussieht. Was war das der Invert? Und das war das. Red Alloy. Und dann tun wir die da oben noch rein in die Barrenkiste. Okay. Das müsste reichen, die 64 Pipes. Und ihr habt gesehen, ich habe auch ein bisschen aufgeräumt. Jetzt gehen wir hierher. Wie weit bist du? Du bist soweit fertig. Dann haben wir dich hier. Zack, zack. Machen wir mal so und so, würde ich sagen. 8. 8. 8. 8. 8. So, und jetzt produzierst du diese hier. In der Zwischenzeit können wir, wenn das produziert mal, nee, das ist mir zu unsicher da mit dem Strom noch hier. Deswegen möchte ich ja auch umsteigen auf das Dampf. Das ist ja ein Grund dafür, warum ich das ein bisschen mit Dampf machen will, dass ich es ein klein wenig sicherer bekomme. Könnte es ja auch vielleicht anders machen, aber naja, 3, 24. Zwei Stück brauche ich immer, glaub. Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Komm, tun wir dich raus. So, gucken wir mal, was da rauskommt. Dann wissen wir gleich, wie es weitergeht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich noch für irgendetwas Stahl benötige. So, 1, 2. Das wären 14 Stück. 1, 2, 3, 4 und 4. 4 und 4 gibt 8 und 8 gibt 16. Das heißt, ich brauche da davon nochmal 8 Stück nach meines Wissens, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ich habe bloß so eine Vermutung. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2 und dann brauchen wir logischerweise, weil das dann nicht jedes Mal das richtig macht, nochmal 2 oben drüber. Start. Start. 4. 8. Und die anderen macht er sowieso nicht mehr. Warum, weiß ich nicht. Müsste vielleicht ein kleiner Biggy Buggy sein, damit er das nicht mehr macht, wie er soll. So. Und jetzt gehen wir dann nochmal hierher und tun die restlichen machen. Dann müssten die ausreichend sein. 4, 8, 16, 18. Okidoki. Da haben wir Eisenbarren. Die können wir hier rein tun. Und die tun wir auch hier rein. Und du kommst da mal so runter und du kommst da hoch. Dann passt das da mit den Barren oben rüber. Was ist das? Bronze, Bronze. Das sind zwei Sorte Bronze. Hihihihi. Naja, egal. Ich wollte ja noch da ein paar Tanks machen. Fällt mir gerade so ein. Das sind die Niederdrucktanks und das sind die Eisentankwände. Lassen wir das mal liegen, wie es liegt. Das lassen wir auch hier drin. Gehen mal rüber, schauen, wie es denn na, Rentulu. Oh, zurück. Ich habe ganz vergessen, in der Zwischenzeit meine Drill aufzuladen und auch mein
Bedpack. Und das muss ich jetzt schnell machen. So. Zack. Strom in den Drill. Mit E sehen wir, wie weit das Bedpack ist. Das rennt und rennt und rennt und rennt. Aber auch nicht schnell genug. Wie lange dauert denn das? Fertig. Oh, Tulu rennt. Wenn es nicht zu teuer wird, würde ich mir den Quantum Suite endlich basteln, damit das Dings wäre, aber. Nee, 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 nee. So, was machen wir zuerst? Die Grundüberlegung war erstmal hier schauen, wollte der Tulu. Das ist zu kurz. Dann wollte er hier schauen, das wäre optimal. Aha, ja. Geht schon wieder was in seinem Köpfchen rum. In seinem. Einmal voll. War da wer? Nein, da war niemand. So. Hier haben wir die Hochdruckkessel. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Join! Der erste ist fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Join! Fertig. Da stehen nun zwei Stück von denen. Okay. Okay, das wäre ihr Preis gewesen. In der Mitte drei Luft, das hat einen besonderen Grund, warum das so sein muss. Und nun war die Überlegung, soll ich zuerst dahin und das Ding hier hinstellen? Oder soll ich erstmal warten, wie meine Leitungen von unten nach oben kommen? Das ist nämlich sowas, wo ich mir die ganze Zeit den Kopf zerbreche. Wie stelle ich denn das am besten an, dass ich meine Leitungen von hier unten nach hier oben bringen, dass das Ganze etwas schick aussieht. Und da dazu habe ich mir verschiedene Dinge überlegt. Verschiedene Dinge. Das würde auch hier gehen, weil hier würde dann, wenn, dann könnte ich auch nur 5 hier unten machen. Dass ich es dann hier rüber ziehe. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber hier ist es dann wieder nicht genau in der Mitte. Und da ist der Fahrstuhl im Weg. Naja, gehen wir mal runter. Machen wir mal da unten. Vielleicht kommt mir die Erleuchtung, während ich da jetzt die Löcher stopfe. Hä? Ich bleibe immer an der Lampe hängen. Schattenfehler. So, hier waren wir am Arbeiten und da wollte ich auf alle Fälle mal. Warum hängt da noch eine Fackel? Warum war da noch eine Fackel? Die brauchen wir gar nicht. So, hier machen wir nicht niedrig, sondern wir gehen auf 3. Das heißt, ich brauche den Stein, den wo ich extra eingepackt habe. 1, 2, 3, ja. So, 1, 2, 3, so. Und dann kommen die Dinger hier raus. Und wenn man es mit dem hier macht, geht das Ganze ein bisschen zügiger. So. Dong, 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 dong. Dong. So. Oh. Aber es sieht besser aus, wenn es. Lassen wir mal. Kohle, Kohle. Nein. Die Kohle muss hier hinten raus. Die muss raus. Kohle muss raus. Weil Kohle macht Koks und Holzkohle macht keinen Koks. Und deswegen schaue ich da immer, dass ich auch die Holz. Die Kohle mir doch sammle. So, 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 Löcher müssen zu. Oh, und wir haben nicht genug Material. Ja.
Wir haben nicht genug Material, machen wir halt das Schöne da rein. So, so. Und was ist mit Bronze? Müssen wir Bronze sammeln? Nein, Thule, Bronze müssen wir auf keinen Fall sammeln. Und Erde brauchen wir auch nicht so große Löcher machen. Da langen die kleinen. Das hier wieder zustopfen. So, und jetzt kannst du in der Höhe 2. 1, 2, 3, 4. 4 haben wir gesagt, nicht 5. 1, 2, 3, 4. Zang. Und jetzt tun wir erst einmal da den Gravel oder den Kies oder wer weiß, was das alles ist, aus den Fugen kratzen. So. Und da genauso. Und jetzt hier auch das gleiche Spiel noch mit der Erde. Ach ne. So. Dann war es das hier. Mann, ist das wieder ein tiefes Loch da drin. Da ist die Maschine wieder reingerutscht. Zack, zack. Eins, zwei, drei, drei, vier. Wie, 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 ich habe nicht geklickt. Das war ein Bug, ich habe nicht geklickt. So, kommst weg. Bam, weg. So, wo läuft denn die Spinne wieder rum? Das hier benötigen wir, der Kies kommt weg. Ah, Scheiße. So. Ah, wieder Scheiße. Tulu, 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 heute hast du wieder Fehlgriffe, das ist ja wieder wunderbar. So. Und. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. So. Wieso höre ich die Spinne so laut? Und Loch zu. Jetzt. Hier oben bist du Tank. Ich brauche dich. Und zwar. Du kommst hier raus. Du kommst hier raus. Und du kommst hier auch raus. So. Dann kommst du hier rein. Und du kommst hier rein. Und du kommst hier rein. So. Dann kommt normalerweise nach Adam Riese eine Pipe. Zack, hier. Warum kommt da nichts? Wieso ist der leer? Wieso ist der leer? Normalerweise bleibt der voll. Ich weiß, warum der. Weil da was drinnen liegt und wenn da was liegt, dann macht er das nicht. So ein Witz. Ja, ouch, egal. So, jetzt kommt da auch schon Wasser, ohne dass etwas angeschlossen ist. Und ich darf hier aber nicht gleich rübergehen. Ich muss das
in dieser Höhe mache, dann habe ich eine Höhe, zwei Höhe, drei Höhe. Also ich habe zweimal die Höhe, das heißt, ich gehe in dieser Höhe hier rüber. Und jetzt wären wir hier. Unter dem wie mache ich jetzt am dümmsten weiter? Das ist jetzt das, wo ich ganz arg mit gerade rummache. Wo bist du, blöde Spinne? Wo ich beim Nachdenken bin, wie ich das am dümmsten anstelle. Wo ist denn die? Ach, da oben auf dem Dach, und da hört man sie so arg. Da läuft immer noch Benzin. Wie viel ist denn da schon drin? Fast 1 Million. Oh, Wahnsinn. Wie mache ich das am dümmsten? Das sind das, was ich hier beim Überlegen bin, wenn ich hier unten das dann erweitern möchte. Wenn ich das erweitern möchte, ist das schon wieder komplett. Das heißt, das ist die Höhe, wo ich rein könnte, wenn ich wollte. Hier soll der Tank hin. Da oben, das kommt komplett weg. Sonst sieht es optisch nicht schön aus. Und genauso ist es hier. Das wird auch um 1 versetzt nach hinten. Sonst sieht es nicht schön aus. Oder soll ich den Tank hier herstellen? Ich glaube, ich stelle den hier her. Der Tank kommt hier her. Hier kommt der Tank her. Hier kommt der Anschluss fürs Wasser. Ihr habt gesehen, das dockt ganz einfach an. Die Pipes sind bombastisch. Wo kommst denn du her? Wie backt da rum? Aber wie stelle ich das hier an? Wenn hier der Tank kommt, kann ich hier rumlaufen. Ja, das muss trotzdem eine Stufe zurück. Das ist gerade eine schwere Überlegung. Ich muss auch unten drunter. Unter den Tank. Das heißt erstmal, das hier kommt eine Stufe auf alle Fälle zurück. Warum mache ich das eine Stufe zurück? Ich sage es euch gleich, weil es sonst doof aussehen würde, wenn der Tank direkt hier nebendran anschlagen würde. Das muss ich oben wegmachen. Also direkt hier anschlagen, weil der Tank geht ja genau 5 auf 5 soll er werden. Und dann würde er direkt hier anschlagen und das sieht nicht gut aus. Das sind dann auch 3, 3. Das würde dann optisch auch gut aussehen. 3, 3. Und dann sind es nur 2 BB, ne, das sind 3, 3, 4, 4. Ja, aber da machen wir die rein. Hier machen wir die wieder rein. 1, 2. Und dann kommen gleich das hier rein. 1, 2. Und nun die Überlegung mit dem Tank. Der Tank würde hier stehen. Wie sieht das aus, wenn ich den Tank 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 auf solche Sockel setzen würde? Und zwar so. Ich habe aber trotzdem nach Adam Riese nur eine Stufe Platz. Oder habe ich 2? Hätte ich 2? Doch, ich habe 2. Eine. Eine. Ich hätte 2 Platz. Sehr gut. Das heißt, ich kann hier nochmal in der Mitte
eine Stufe runter und kann hier dann die Schicht machen, wo, das war ungewollt. Das war ungewollt. So. Hier, das muss auch weg. Hier, das muss auch weg. Und dann würde es so reinkommen. So. Hier machen wir eine weg. Komme ich dann noch rein? Oder machen wir hier vorne wie so eine Damm, eine Rinne? Muss ich probieren, ob ich hier reinkommen würde. Ob ich reinkommen würde. Nein, komme ich nicht. Komme ich nicht rein. Das heißt, hier eine Rinne für Wasser, wo auslaufen könnte aus dem Tank. So, wieder die Erde. Ah. Das brauche ich nicht. Ich brauche das hier nicht. Erde. Und dann machen wir das so, 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 so. Ach, da brauchen wir nichts drin. So, eins, zwei. Dann kann man hier auch rauslaufen. Jawohl. So. Und hier würde der Tank hinkommen. Angedeutet. Angedeutet, hier würde der Tank stehen. Dann hätte ich hier noch Platz für das andere, was ich vorhätte, habe. Und das hätte man sich unten mal anschauen, wie das dann aussieht, wenn ich doch die Erweiterung mache. Ah, ihr habt leider das Video noch nicht gesehen, wo ich das erwähnt habe. Dass ich da unten vielleicht die Erweiterung machen möchte. Dass ich da also nochmal ein paar machen möchte. Wo steht er? Hier steht er. Das heißt, wenn er hier steht und ich dann das hier machen wir auch. Das mache ich auch, das ist egal. So. Das kommt hier auch weg. Die Erweiterung gibt es auch. Und dann gehen wir bis, Moment mal, das waren, ich muss das gucken mal da vorne, wie das ist, das wären 1, 2 nach dem letzten Tank. 1, 2 bei dem letzten Tank, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre es nach Adam Riese bis hierher. Würde optimal passen, sehe ich gerade. Ja, okay. Hier muss das alles weg hier. Und das wird erweitert bis unten auf dem Boden. So. Und da geht es jetzt nochmal zwei runter. Jawohl, da kommt der Glas rein. Wieso habe ich das aber hier unten? Normalerweise, um Leitungen zu verlegen auf dem Boden. Aha. Zwei. Also müsste die zwei auch noch raus. Nehmen wir wieder Kohle. Ihr wisst ja, was Kohle heißt. Der Tulu nimmt jede Kohle mit. Wegen dem Koks. Das wollte Tulu nicht mitnehmen, aber das ist ja mal egal. So. Wir müssen so weit vor bis zu dem
hier weiter. Soweit fertig. Das ist die Breite. Und hier kommt Stein. Haben wir noch so viel Stein da? Nein, haben wir nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kann ich das von oben machen? Dann nehmen wir das da einer raus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Steigt man das? Wer nicht will, hat Kit. Hier kommt ein Glasboden rein, dass es wieder so aussieht wie hier drüben. Dann müssen da noch solche blaue Dinger hin. Aber die machen wir weiter auseinander. Die kommen dann plus 4. Das gefällt mir nicht. Und dann brauchen wir auch noch mal so einen Gang. Und der soll da hinten hin. Ich hänge wieder an der Lampe. So. Ich werde höchstwahrscheinlich doch bis zur nächsten Folge genau diesen Keller erweitern. Aber ich baue mal noch nicht weiter, weil ihr vielleicht mit der Technik dabei sein wollt. Aber ich werde genau so einen Aushub machen, dass es mal genauso hier wenigstens ein leerer Raum ist in diese Richtung. Das heißt, dass es optisch gut aussieht. Das gleiche, weil ich das benötige. Ich würde gerne mit einem Gang, also hier raus, unten raus. Wie weit ist denn der da drüben? Mal sehen, wie weit er da drüben ist. Nein, das sind es drei. Drei. Wie sieht es aus, wenn ich hier genauso drei habe? Eins, zwei, drei. Nein. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Dann komme ich nicht mehr da an, wo ich möchte. Ich würde gern genau mit den drei ankommen. Das heißt, zwei. Hier. Hier soll der Gang durch dann. Hier unten durch. Bei den drei. Dann muss ich mal gucken, wie das passt von oben. Weil ich würde gern mit der Leitung sozusagen hier unten raus. Kerzengrad unten durch. Dass ich es euch erkläre, was ich gern hätte. Kerzen gerade unten durch. Und hier dann durch den Boden an der Stelle Moment 3. Das heißt 3, das wäre dann 3 hier. Hier. Hier hochkommen. Das heißt, hier sollen die Leitungen sichtbar nach oben kommen. Man kann sie also dann sehen, wenn man da unten, dann kommen sie hier sichtbar hoch und gehen dann kerzengrad nach oben. Kerzengerade nach oben. Passt das hier? Oder muss ich hier hochkommen? Ich glaube, ich muss hier hochkommen, dass ich hier nicht rankomme. Dann gehen die hier hoch, ganz nach oben und gehen dann von oben in den Tank rein. Also die, wo jetzt da unten rumlaufen. Quatsch, nicht da oben, da unten rein. Was sollen die Scheiße? Was batscht, was schwall nicht? Das ist ja der Wassertank, wäre das dann. Das wäre ja dann nochmal ein Wassertank. Ich muss ja da drüben hin. Boah! Oder soll ich hier nochmal einen Wasserpuffer machen, der neben nochmal das gleiche dann als Dampf. Dass ich dann von unten rausgehe mit dem Dampf und hier rein in den Tank und von dem hier unten durch hier rüber. Boah, das wäre jetzt wieder eine Frage, sollen wir nochmal einen Wassertank hier hinsetzen? Weil ansonsten brauche ich den Platz eigentlich hier nicht. Aber da habe ich mir gedacht, Kit, jetzt in der Zwischenzeit mache ich dann noch 2, 3 auf 3. Würden das passen? Oder ein 3 auf 3? 3 auf 3 großen für Benzin-Dampfgenerator. Einen großen wollte ich nochmal machen. Also 3 auf 3. 3 auf 3 soll auch normal noch einer her, der wo dann läuft mit dem Benzin. Deswegen pumpe ich das ja auch hierher. Ja, ich lasse mir das durch den Kopf gehen bis zur nächsten Folge. Werde höchstwahrscheinlich dann in der Zwischenzeit wieder eine kleine, aber das gibt es nicht im Livestream und auch sonst nicht, da unten aushebe, das genauso machen, also so machen, wie es jetzt auch hier ist. Dass es genauso aussieht wie eigentlich das, wo jetzt hier ist. Ohne die Koksöfen. Und mal schauen, ob ich da hier wenigstens die ganzen Verkleidungen das Ganze schön mache, dass wir wieder Bauphase hin.
wo es dann an die Maschine geht, oder habe ich aber euch dabei, so wie es jetzt eigentlich auch gerade gemacht hat in dieser Folge, dass ich Umbauarbeiten, die kleineren Dinge, die wo dann sind, mit euch zusammen mache. Also kleinere Dinge sind für mich, so wie jetzt hier, unten ausheben und. Das ist für mich das Kleinere und nicht die großen Sachen, weil die ziehen sich dann in die Länge. So werde ich es auch machen für kleinere Dinge. Seid ihr mit dabei? Große Dinge werde ich teilweise selbstständig im Voraus schon machen. So, ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Olli.